Hallo Leute, funktioniert, ich hoffe, das funktioniert so jetzt. Und zwar, denkt ihr jetzt, er hat doch erst der letzte neues Tutorial, neues Thousands of Stuff angefangen, aber ich quatsch jetzt zwischenrein das Demo. Ich möchte gerne neu spielen. Ich habe nämlich mal geschaut und das ist eigentlich das Einzige, was ich quasi noch nicht so richtig gemacht habe. Weil Prototype ist quasi ja nur, sind ja quasi nur die Levels, die wiederholt werden. Hier ist es immer ein. Ich habe schon geschaut, das ist immerhin in einer anderen Welt. Und warten wir kurz, bis es geladen ist. Nicht, dass es in der Aufnahme dann komisch rauskommt. Oder laggig oder ein bisschen Frames-lastig. Und hier haben wir, genau, hier, wenn ihr sie wieder seht, haben wir das noch gar nicht. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Genau, also wir kennen zwar die Welt, die sieht zwar ähnlich aus wie eine. Von Tasmanstum, glaube ich, so eine Borg, hier so ein, ja, also ich glaube, das erinnert mich irgendwie an ein Level, aber egal, auf jeden Fall speziell drei Dinge und eine Borg, und hier vorne ist es sogar so eine Sortierung, easy, medium, hard, und das ist halt das Demo, das ist halt nichts Besonderes, aber ich denke, das ist mal ein bisschen was, was wir noch nicht hatten, und sollte nicht allzu schwer werden. Das ist vor allem easy noch, also da komme ich, da weiß ich ja schon, wie es geht, weil ich habe nämlich mein Handy angeschlossen mit Game Stream, Nvidia Game Stream, das geht mit Shadow, Siehe, mein Kind, du bist aus dem Staub auferstanden. Jetzt sagt er noch was. Und nun wandelst du in meinem Garten. Wie am Anfang. Höre nun meine Stimme und wisse, dass ich dein Erschaffer bin. Und mein Name ist Elohim. Suche mich in meinem Tempel auf, wenn du dich würdig erweist. Okay. So, Würfel. Das ist auch noch easy hier. Was soll das für... Was wegen... Medium. Was für, von wegen Medium hier. So, zack. Fertig. Zack. Meins. Okay. Und hard. Ich sehe schon, das wird nicht lang gehen. Oh, ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Na gut, ich cutte es. Ich muss es so cutten, weil ich habe keine Lust, das jetzt nochmal zu machen. Und dann cutte ich das einfach manuell. Dann gibt es also keine. Bei diesem Gameplay gibt es, also dieses Gameplay geht eh nicht lang. Aber auf jeden Fall gibt es dann währenddessen keine Verabschiedung und keine Startding. Weil ich jetzt echt keine Lust habe, wieder den Wecker zu stellen und so. Ich habe ja keine Zeit dafür. Ist mir zu, ist zeitlich ziemlich knapp. Warte mal, kann ich hier auch öffnen? Ja, kann ich. Okay, gut, dann lass mich hier öffnen. Standard. Kenne ich schon. Okay, und jetzt von der anderen Seite stören. Den wieder mitnehmen. Okay, das ist super easy. Jetzt kann ich echt voll zwischen reinquetschen, habe ich mir gedacht. Und nochmal dasselbe, aber ich probiere die ganze Zeit. Ich will die ganze Zeit irgendwie, jetzt habe ich irgendwie Minecraft wieder länger drin, keine Ahnung. Und deswegen will ich die ganze Zeit immer wieder, quasi wenn ich sprinten will, immer diese Taste drücken. Aber ich muss die halt nur einmal drücken, um es zu aktivieren. Da hinten ist was. Ah, okay, schau mal. Da ist es schon drin. Ah, an sowas, so ein Level erinnere ich mich auch, aber das Problem war, ich habe diese Levels noch nie gemacht, weil ich habe, das hat man einfach nicht gebraucht fürs Spiel, das weiß ich noch. Hätte es machen können, aber musste es nicht machen. Tut mir leid, dass es jetzt im Hintergrund laut ist. Wahrscheinlich wird jemand anders rangehen. Hier ist ja noch jemand. Müsste. Ja. Ja. Gut. Machen wir von innen wieder auf. Nehmen beides wieder mit. Und dann nehmen wir das wieder. Zack. Also das war jetzt auch noch nicht hart, finde ich. Ich glaube, es war schon, ne? Zack. Oh, ein Stern. Ich wusste gar nicht, dass man hier auch Sterne finden kann. Gut, das glaube ich, das kann man hinkriegen.
So. Standard. Zack. Zack. Bam. Ein Stern. Ich weiß halt nicht, wie viele Sterne man kriegen kann. Aber lustig, dass man bei der Demo auch schon Sterne bekommen kann. Diese Welten und wir mit ihnen wurden aus Worten erschaffen. Verborgene Worte, für dich nicht sichtbar und doch ein Teil aller Dinge. Wir sind deine Geschichte. Okay, also warte, weiß ich nicht, aber ich habe das gelesen. Ihr Leben ein, und die Geschichte gibt deinem Leben einen Sinn. Krass. Schwör. Kein Spaß. Also, setzen wir es mal rein. Eigentlich wollte ich mit meinem Freund spielen, aber der hat geschrieben, er kommt bald, und meistens ist es so, wenn er schreibt, er kommt bald, dann braucht er immer noch ein bisschen. Keine Ahnung, was er dann noch macht. Ich will es gar nicht wissen. Was denn? Spaß, wann ist? Aber auf jeden Fall braucht er noch ein bisschen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Zack. Da haben wir es. Alles noch easy. Vor allem, weil... Oh, da ist sogar noch ein neuer Level. Wie viel gibt es denn noch bei dem Demo? Weil das ist ja nur eine Demo. Oh, dieses Level ist ja exakt kopiert. Das ist genau dasselbe. Ja, das ist dasselbe Level. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich erinnere mich an dieses Level. Okay, das ist ein Teleporter. Okay, cool. Da ist ein Empfänger. Da ist etwas zum Draufstellen. Dann stelle ich mir den drauf. Nehme ich den raus. Habe ich noch irgendwas? Nee, ist nichts. Okay, da haben wir es. Nehmen wir den raus und... Dann schauen wir mal, was ich noch finde. Hier ist noch was. Okay, dann mache ich den erst. Ah, dann mache ich es anders. Dann mache ich den erstmal damit auf. Zack. Dann lege ich da drauf. Und dann nehme ich mir den raus und hole mir den anderen. War noch alles super easy eigentlich. Wir haben das alle schon gemacht. Aber ich wollte halt auch mal schauen, was jetzt in der Demo ist. Also teilweise wurde auch ein bisschen was verändert. Ein Teleport und so, aber. Eigentlich prinzipiell eigentlich auch dasselbe, aber naja, gut, das wird ähnlich lang, deswegen habe ich mir gedacht, ich quatsche das dazwischen, weil ich es kann. Mal schauen, wie lang es wird. Wie schon gesagt. Ach ja, übrigens, ich kann für die, wo jetzt noch zuschauen, kann ich sagen, in nächster Zeit werden, wie gehabt, doch immer wenig Videos kommen. Es wird sich nicht bessern. Es kann, es geht halt nicht, weil ich habe halt nicht die Zeit. Oh, schön, okay, die Vorspultaste funktioniert ja auch, stimmt, habe ich ganz vergessen. Damit kann ich auch ein bisschen boosten, das Spiel. Okay, hier ist nichts mehr. Gut. Okay, zack. Ventilator. Der Ventilator wird betrieben davon. Und das wird quasi davon. Das macht den so, macht den so. Er macht den... Oh nein, das wollte ich gar nicht. So, so, so. 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 Und so. Und dann nehmen wir den hier drauf. Und dann noch mit den hier. Und stell mich drauf. So. Gut, Teleporter. Nee, ich bin kurz runtergegangen, aber dann sind wir auf 30 gegangen. Also ich hoffe, das geht auch. My child, succeeding where so many before you failed. The road before you is still long and many gates remain closed. Do not falter, do not fear, and do not give in to temptation. Lol, in der 1 sind sogar 6 Sterne. Echt? Okay, hier ist die 4, hier ist die 3. Hier ist ein... Wow, ich dachte, das wäre wohl nicht so lang. What the fuck? Hier sind auch 3 Sterne. Hier ist ein Stern. Was? Hier ist auch ein Stern. Gates sind geschlossen. Hier ist noch ein Teleporter. Okay. Das ist diese große Halle, in die erinnere ich mich auch. Die, da war hier hinten auch noch was, aber das ist nichts gerade. Diesmal ist natürlich nichts da. Ist da die Lift? Ist da irgendwie... Kann man das sehen? Ja, da ist es. Okay. Okay. Aber krass, dass da so viel gemacht wurde. Also, ich meine, dafür, dass es...
Warum kann ich denn das nicht öffnen? Oder ist es quasi die... War das schon die Demo oder... Habe ich irgendwas übersehen? Ja gut, dann schauen wir nochmal nach den Sternen oder so. Ah, okay, jetzt ist es offen. Aber war es das schon? Ist das die Demo? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal krass davon aus, aber ich sehe hier auch nichts mehr, was hier noch sein könnte. Ich will nichts sagen, ist da ein Playerblock? Blockiert da irgendwas die Players? Ja, scheint so. Das war auch nichts Besonderes auf dieser Insel. Wo seid ihr? Eingang. Kann ich auch außen rumlaufen? Es gibt ja 4 Sterne hier. Aber kann ich echt nur weiter, wenn ich diese 4 Sterne quasi einsammle? Ja gut, dann denke ich, mache ich einen Cut, oder? Ja, ich schaue nochmal, ob ich was finde. Und ja, wenn ich mal wieder was finde, nehme ich wieder weiter auf. Also bis gleich. Also Leute, ich habe hier nochmal was gefunden, und zwar hier ein Stern. Das erinnert mich so auch an eine Stelle aus dem Spiel, aber ich weiß ja noch nicht, wie man da rankommt, aber ich denke, das finde ich auf jeden Fall noch raus. Geil. Dahin. Ich muss nur noch rausfinden, bei welchem Level das ist. Und da ist noch ein Stern. Habe ich jetzt gerade zufällig gefunden, den Stern. Und nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß nur, dass eventuell der Stern, den können wir halt mit Rot öffnen. Ich hoffe, man sieht jetzt gerade dieses Skype-Ding da unten nicht. Oh, das wird echt lange gewöhnen. Da geht's weg. Okay, hier ist auf jeden Fall der Connector dafür, den wir brauchen. Werden vermutlich. War ich denn gerade da vorne? Komm, und jetzt hier auf mir vor. Okay, hier ist es. Ich denke, ich muss da rein, da durchgeben oder so. Hätte ich jetzt aber gedacht. Ich schaue mal, ob ich das finde. Vorspulen, Vorspulen. Ist hier noch irgendwas? Sieht auch noch ein bisschen so aus, als wäre hier noch irgendwas. Schau ich mir auch nochmal an. Nee. Auch nichts mehr, was ich so also irgendwie besonders sein könnte, denke ich. Genau, okay, gut. Dann schauen wir nochmal. War das noch das? Wie löst man ein Problem, über die eigene Lebenszeit hinaus erstreckt? Diese Frage ist womöglich die Essenz der Zivilisation. Die einzige Antwort, die ich finden kann, ist einen Vorgang zu initiieren, eine Umgebung zu erschaffen, in der die Lösung unabhängig von der eigenen Anwesenheit entstehen wird. Aber diese Antwort verlangt ein schwieriges Opfer. Die Chance, ein Zeuge zu sein, das Gefühl, im Zentrum des Universums zu stehen, ist schwer aufzugeben. Am Projekt Zivilisation teilzunehmen, heißt den eigenen Tod zu akzeptieren. Sehr erheiternd, Alex, wirklich. Okay, das war jetzt immer wieder so eine Aufnahme. Ich glaube, die hatten wir schon mal, ich weiß es nicht. Da ist es. Mal wieder Talos Prinzip hier mit richtig krassen Verstecken und so Standard. Okay. Talos Prinzip.
Was haben wir denn hier? Einmal ein Öffnungstor. Cooper. Oder bin ich hier drin gewesen? Da war, glaube ich, da war das Teil drin. Stimmt. Ach, schau mal, hier ist noch was. Hier ist einmal sowas hier. Ich glaube, das finde ich ja. Und hier vorne, genau da ist auf jeden Fall das. So. Aber wo habe ich jetzt gewusst? Wo ist jetzt der rote? Ah, da. Okay. Also hier könnte ich auf jeden Fall das so ungefähr hinstellen, theoretisch. Hier so. Damit dann würde ich es wahrscheinlich noch kriegen, aber so würde ich es nicht so kriegen. Okay. Okay, ich denke, das kann ich so noch erreichen. Okay, gut, dann schaue ich mal. Das geht auf die andere Seite. Ein bisschen spulen. Bam, 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 bam. Upsala. Nicht so stark gegenlaufen, so zack. Okay, gut. Jetzt boosten wir das Game mal ein bisschen. So. War das hier? Oh, vielleicht bin ich zu weit hier. Okay, das war dann, dann war es hier. Ja, hier war es, okay. So. Bam. Was? Fehler, ungültige Kodierung. Alles klar. Wow. Was geht denn hier ab? Ah, alles klar. Gut, dann nachdem diesen nach diesem coolen Dingsbums schauen wir gleich mal, ob ich das quasi erreichen kann, was auch mal dahinter war. Ich nehme mal den mit. Kann er nicht schaden? Vielleicht auch doch. Sehen wir dann. Ich gehe nochmal im Medium rein. Und zwar ist es irgendwo hier oder so. Ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, hier war hier gerade das. Das heißt, es ist irgendwo hier drüben. Oder da. Auf jeden Fall irgendwo da. Bist du da? Also mit Talos-Prinzip mit seinen engen Gängen hier. Ich glaube hier, ne? Ha, ich hab's, ich kann's doch. Na egal, passt. Zwei, drei habe ich jetzt von vier. Also einer ist noch irgendwo. Und du müsst bedenken, dass ich die gefunden habe, ohne dass ich nachgeschaut habe. Bis jetzt. Den letzten weiß ich, kann ich immer nicht sagen, wo er ist. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Gefahrenstromversorgung. Was war denn das? Das war dieses Level hier.